Heute geht es über Flugzeugentführungen, Dörfern, Monster, Zombies und noch viel mehr. Bleibt dran! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen wieder zu einem Aufgetischt. Und ja, ich bin mal wieder dran und es hat einiges diesmal wieder auf den Tisch geschafft, sowohl altes, aber auch eher neue Sachen. Deswegen seid gespannt, was es wieder alles hier gibt. Ja, anfangen möchte ich mit einem Spiel, das ich letztes Mal so ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, und zwar Hitster. Ja, Hitster ist natürlich wieder auf den Tisch gekommen und es war zu der Zeit des Super Bowls. Ich blende euch mal hier ein. Da habe ich es auch nochmal gespielt, davor auch, glaube ich, nochmal, und es war wie immer ein Hit. Ja, Benny spielt es ja auch immer hoch und runter. Wir haben es auch immer mal wieder ausgepackt. Gwen habe ich es, glaube ich, noch nicht gezeigt. Es ist ein schönes Element, dass man mit der App die Musik hört und dann gleich wieder in alte Zeiten versetzt wird, sei es die Schule, vielleicht auch irgendwie ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre danach, Kindheit oder auch nicht, ja, je nachdem wie jung ihr seid, oder halt wie gesagt alte Titel, neue Titel, und es geht einfach nicht ohne, dass man mal einen Titel mitsingt oder denkt, hey, war das nicht das? Ah, Moment, war das nicht, doch, doch, das müsste da und da gewesen sein, und dann sagt man, ja, hier 1990 und dann zack, ist es 1990. Ja, es ist immer noch echt cool und so simpel, und ich finde auch die kooperative Variante mit denen, dass man so lange versucht wie möglich durchzuhalten, bis man diese fünf Märkchen hier weg hat. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, und wir spielen das eigentlich auch immer so, und das ist auch egal, welche Spieleranzahl. Hitster hat halt was mit Musik zu tun. Man muss ein bisschen, ja, eigentlich hat jeder in seinem Leben irgendwo Musik gehört. Man kommt ja gar nicht drum rum, und deswegen ist es auch so schön, und Vorkenntnisse braucht man nicht. Natürlich kann man dann mehr punkten, aber dennoch ist es so cool, ungefähr so einzuschätzen, wo denn der Titel, der da gerade läuft, einzuordnen ist, in welchem Jahr. Also Hitster, nach wie vor ein Hit. Ja, mal schauen, was da noch alles kommt. Jetzt soll er irgendwie so eine komische Version kommen mit irgendwelchen Schlagern. Naja, muss man nicht haben, aber vielleicht gibt es auch noch andere Rock Edition oder sonstiges. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Ganz klein möchte ich hier Hijacked anteasern. Da habe ich nämlich dem Benny was vorgesetzt. Da werdet ihr mehr erfahren. Deswegen sage ich nur so ein bisschen was von meiner Solo-Erfahrung, die ich mit dem Spiel hatte. Ein Spiel, bei dem man versucht, als Unterhändler sozusagen die Geiseln zu befreien, und es hat einen Würfelmechanismus. Man würfelt die Würfel, hat zwei Würfel und setzt die dann entsprechend an den Positionen ein und macht dann Sachen. Ja, ich habe gegen die KI gespielt, die so ein kartenbasiertes, also eine kartenbasierte KI, bei der man dann Karten aufdeckt. Die macht dann irgendwas, wenn nicht, dann das, wenn das, dann das. Typisches Prinzip, sage ich mal. Ist eigentlich am besten so gelöst, aber ich fand es ein bisschen konfus an manchen Stellen, auch von der Anleitung her, und generell fand ich es nicht schlecht. Ich habe aber, glaube ich, nicht gewonnen. Ja, ist ein nettes Spiel, sage ich mal, im Solo-Modus, aber ist jetzt nicht so der Hit. Ja, ich glaube, man muss es auf jeden Fall mit einer größeren Anzahl an Leuten spielen. Und wie das zu zweit funktioniert hat, das seht ihr dann im Vorgesetzt. Ja, das mal dazu. Und ja, dann haben wir ein kleines Spiel gespielt. Wirre Worte, das habe ich nicht mehr in meiner Sammlung, weil ich es einfach nicht interessant genug finde, damit es in meiner Sammlung bleibt. Es hat ein nettes Konzept, ja. Ja, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nein, so ist es nicht. Ich finde die Idee cool, dass man eben ein Nomen und ein Adjektiv hat und die zwei dann sozusagen verbindet. Abhängig davon, welche Zahl man hat. Also hat man die 1 und die 5, dann guckt man Begriff 1 und 5 an auf der Nomen- und Adjektive-Seite oder auf der Adjektiven- und Nomen-Seite, ja, weil die sich ja dann so quasi überkreuzen. Dann kann man sich dann eine Kombo aussuchen, die einem perfekt liegt, um dann eben ein Wort zu finden, das beide umschreibt. Ja, ist so ein typisches Wortspiel, das wieder einen kleinen Kniff mit reinbringt.
Das ist für ein paar Runden mal in Ordnung, aber das ja, braucht jetzt nicht unbedingt länger in meiner Sammlung bleiben. Ja, wie gesagt, nette Idee, nettes Wortspiel für zwischendurch. Ja, ist aber wie gesagt nicht mehr da. So, dann ein weiteres Spiel. Eben vorgesetzt gewesen, Seikatsu. Ja, Seikatsu hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ihr habt es ja vielleicht im Vorgesetz gesehen, wenn nicht, schaut nochmal nach. Ich fand dieses Legen mit den Vogelarten, es ist relativ simpel, aber man weiß auch, okay, wenn ich das machen will und habe die Entscheidung und da ein bisschen, ja, aber gleichzeitig versucht man dann zu gucken, weil wenn man am Schluss des Spiels achtet man ja auf seine Reihen, ja, und der andere Spieler achtet aber auch auf seine Reihen. Das heißt, jeder baut so ein bisschen an dem anderen sein, ja genau, hier kommt Deutsch, dem anderen sein Spielfeld rum, ja. Und dann kann es sein, dass ihr dann vielleicht nicht die Punkte in der Reihenwertung dem anderen geben möchtet, aber letztendlich wollt ihr ja die Vogelwertung haben. Also es ist ein interessantes Konzept, ja, erinnert mich ein bisschen an Azul und es ist optisch sehr schön und ja, hat mir sehr gut gefallen, also... Wenn ihr das volle Statement wollt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Dann, ja, was haben wir denn noch gespielt? Jetzt habe ich hier was durchgestrichen. Ah, ja. Ja, kommen wir hier zu dem von Sit Down, das Spiel Tiwa Naku. Ja, das ja bei Hoch erscheinen soll. Und ja, das ist ein Sudoku. Minesweeper, das Brettspiel wird es ja so ein bisschen genannt. Und ja, da kann ich dem beisteuern, dass das stimmt. So ein bisschen zumindest. Ich habe Solo gespielt und dachte, ich möchte das jetzt einfach mal mit anderen Menschen ausprobieren. Ja, war vielleicht ein Fehler an dem Abend. Irgendwie waren da alle nicht so auf der Höhe. Ein bisschen guck, 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 guck. Keine Ahnung. War vielleicht zu spät für eine Art Absacker. So spät war es eigentlich gar nicht. Aber zumindest waren wahrscheinlich alle durch. Und keiner konnte so richtig mehr meiner Erklärung lauschen. Ja, ich gebe zu, die Anleitung zeigt da so ein Bild, wo ich denke, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen anders zeigen können. Und es steht extra drauf, zeig das den Mitspielern und erkläre es ihnen anhand dem. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht so ideal gewesen, aber gut. Das, wie dem auch sei, Benny hat gleich gemotzt, was sind denn das für komische Farben? Gibt es die auch in schön? Ja, also ich finde dieses Pastellige eigentlich recht hübsch. Ich muss aber sagen, schwierig das Spiel. Ich finde die Idee ganz cool, dass man sozusagen dieses Assoziieren, wo liegen denn jetzt eigentlich diese Plättchen? Ja, also man hat ja ein Feld, ja, das aus einem Tetris-Teil besteht. Ja, nehmen wir an, wir haben jetzt eine L-Form, die besteht aus vier Teilen, also vier Plättchen, sage ich mal. Und die muss man erstmal rausfinden, dass man überhaupt die Form weiß. Und da sie ja aus vier Plättchen besteht, sind es auch vier Zahlen, die es da gibt. Also 1, 2, 3, 4. Es kann also nicht das Plättchen Nummer 5 da sein. Und das müsst ihr halt rausfinden. Und es kann natürlich kein Plättchen mit oder keine Scheibe mit der Zahl drauf nebeneinander stehen, das heißt keine Einser nebeneinander, keine Einser diagonal und so. Und so kann man so ein bisschen, na, so typisch wie bei Sudoku, da darf ja auch nur jede Zahl in einer Spalte und Zeile sein, ein bisschen assoziieren, wo liegt denn das Zeug? Und ich muss das dann rausfinden und kann dann dadurch die Punkte machen. Ja, der Nachteil ist halt zum einen, wenn da irgendjemand dabei ist, der auf einmal dann voll den Durchblick hat, ja, und dann hier sieht, ah, ja, jetzt hab ich's, ja, oder vielleicht noch zwei Leute da sind, die sich dann so, ey, weißt du es auch? Ah ja, ich sehe das auch. Und die anderen stehen da, was, wie? Na, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Cryptid gespielt habt oder so, dass da manche sagen, ja, jetzt habe ich die Lösung und alle anderen denken sich, das darf doch nicht wahr sein, ja. Und das hat so ein bisschen so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wenn man dann so ein paar Leute dabei hat, die dann, also es ist ja nicht böse gemeint, weil es ist ja quasi der Sinn des Spiels, dass jeder versucht, dieses knackige Rätsel zu durchschauen, zu lösen, zu sehen, hey Leute, also in seinem Kopf, ne, das kann nicht sein, das kann eine 3 sein, die 5 kann hier nicht sein, vielleicht ist es das, ne? Und das Spiel hat dann noch so ein paar verzahnte Sachen, die jetzt nicht so ideal funktionieren. Letztendlich hat es dann doch teilweise Spaß gemacht, weil man, wenn man dann weiß, was die Sachen sind und dann auch richtig tippt, kann man natürlich auch entsprechend Punkte machen und dann fühlt sich das ganz gut an. Also das ist so ein Spiel, bei dem man auf dem gleichen Level, glaube ich, sein muss und auch
ja, sich im Klaren sein muss, wir machen jetzt dieses Logikrätsel in Form eines Brettspiels und da müssen alle auf einer Höhe sein. Ja, ansonsten funktioniert das nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das, mit welcher Kategorie Mensch das jetzt gespielt wird. Ist das jetzt ein Familienspiel, ist das ein Kennerspiel? Es ist schon von dem Ganzen, was man da tut und durchschauen, nicht ganz so einfach, aber dennoch sind die Regeln eigentlich ja, relativ simpel, wenn man mal weiß, wie es geht. Trotzdem ist es ein sehr knackiges Ding, wo man nicht einfach so, wo man auch ja, sehr frustriert sein kann. Also die Grenze ist da schwierig. Also ja, Tiwanaku lässt da so ein bisschen bleiben, einen komischen Eindruck. Ja, zumal auch diese Scheibe, die ich dann die ganze Zeit bedient habe, was irgendwie gut war, wo man dann immer einstellt, okay, wenn ich, was ist das, Zeile, Spalte, okay, dann gucke ich bei Schildkröte Wind nach, okay, das ist die Farbe, gut, okay, also es ist quasi etwas, was man vielleicht mit einer App hätte schneller lösen können, klar, aber sie wollten halt dieses coole Drehrad hier mit reinbringen, ja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich muss es vielleicht auch nochmal spielen, vielleicht mit einer anderen Gruppe, um einfach mal zu sehen, wie die das finden und wenn das einfach da auch durch, also meiner Thomas und Co. Truppe und wenn das bei denen auch durchfällt, dann denke ich mir, ah, irgendwie hat es dann doch nicht so den bleibenden Effekt oder die Idee verfolgt oder verwirklichen können, wie ich es mir beim Becken hier gedacht habe. So, ja gut, ich mag ja Sudoku, deswegen dachte ich, hey, gute Idee, aber irgendwie, weiß nicht. So, ja, dann hier was Kleines. The Mind Soulmates. Ja, ihr habt es ja vielleicht auch in der Empfehlung des Monats gesehen und in unseren Videos hier und da gesehen. Und ja, das ist einfach, das funktioniert so nicht. Das ist ja furchtbar, was ich da gemacht habe. Alles kaputt. So, hier seht ihr die Karten. Schön, ne? So, ich lege das jetzt einfach her. So, jetzt funktioniert's. Eine wunderschöne Variante von The Mind. Ja, das ist so ein bisschen die knackigere Version. Wenn ihr The Mind so als Experiment so gedacht habt, ja, oh, das ist mal cool, das mal zu machen und ja, ist aber jetzt auch nicht mehr, ja. Hier kriegt ihr ein bisschen mehr, weil ihr eben diese Vorahnung habt und nicht Vorahnung habt, dieses Vorwissen, dass ihr die Karten seht und denkt, okay, ich gebe den anderen jetzt einen Tipp. Welche nehme ich denn jetzt? Ja, welche nehme ich jetzt hier? Na, nehme ich die 6 oder nehme ich die 42? Ich weiß es nicht. Ha, die 6 ist schon relativ klein, aber die 42 ist recht hoch. Ich guck mal, was ich hier noch auf der Hand habe. Ich nehme mal die 6, weil wenn jemand die 10 hat, dann weiß er, okay, jemand muss die 6 spielen, damit ich meine 10 draufwerfen kann. Ja, und das sind solche Elemente, die das Ganze halt, wie schon gesagt, ein bisschen knackiger machen und vielleicht auch dann nicht ganz so simpel wie The Mind, aber das gefällt mir eben daran, dass es da einfach ein Tick mehr ist, ja, und eine coole Variante, die das Mind-Konzept hernimmt und ein bisschen abändert, ja, also es ist ein sehr cooles Ding, gefällt mir sehr gut, Mind Soulmates. So, dann gehe ich weiter mit Silver, ja, Flo hat immer davon geschwärmt, jetzt hat Benny sich das geholt und wir haben es gespielt und ja, ich muss sagen, das ist quasi wieder so ein Golfspiel, was begeistert und zwar, es geht eher in die Richtung wie Cabo, nur halt ein bisschen aufgebohrter, ja, mit mehr Effekten, weil jede Karte einen Effekt hat und es sieht cool aus, ja klar, Werwölfe, mein Thema ist jetzt so Nebensache so ein bisschen. Und ich mag es, dass eben, dass man immer die Möglichkeit hat, die Karteneffekte zu spielen, die vielleicht in der Situation gerade nichts bringen, aber vielleicht in einer anderen Situation wieder was bringen, ja. Und dann muss man auch schauen, man hat 5 Karten liegen und man muss aber eigentlich auf 4 reduzieren, bevor man beenden kann. Das ist auch irgendwie cool, da muss man erstmal schauen, wie man das so wegkriegt. Und also es ist so ein bisschen ein Cabo für Nerds, also es ist einfach ein bisschen mehr Taktik, so ähnlich wie bei Soulmates, ja, bei The Mind. Man hat das ähnliche Prinzip, aber es ist so aufgebohrt, dass es halt wieder eine Schippe draufpackt und dadurch halt irgendwie, ja, interessanter wird, sage ich mal. Also Silver, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen von der Art und Weise her. Man kennt vieles, aber man hat so ein paar neue Elemente auch wieder kennengelernt, wie man so eine Art, wie man das Golfspiel noch ein bisschen anders machen kann. Ja, also Silver gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, dann kommen wir auch schon zu dem bisschen größeren Titel hier wieder. Und zwar Klong, ein Deckbauabenteuer. Ja, das ist auch eine Geschichte. Dieses Spiel habe ich schon zu Corona, vor Corona, ich weiß gar nicht, von einem Arbeitskollegen ausgeliehen bekommen. Und ich habe es nie auf den Tisch gekriegt, nie die Regeln gelesen, nie irgendwie
auf den Tisch gebracht und selbst die Version ist noch nicht gespielt, aber wir haben es an einem Spielemontag gespielt und ich habe gemerkt, ja, das ist auch wieder so, nimmt so ein bekanntes System her, ne? Wer Dominion gespielt hat, wird hier gleich merken, aha, Deckbau und so ähnliche Sachen hier machen, wobei es halt ein variierendes Deck gibt an Karten, ja, das heißt, so wie bei Ascension, dass ihr halt die Karten, die ihr halt auslegen, nehmen könnt. Aber es ist auch gleichzeitig ein Laufspiel. Das heißt, ihr müsst in den Dungeon runter und dann euch die Schätze holen und dann wieder nach oben, was auch wieder an Tiefseeabenteuer erinnert, weil ihr, je tiefer ihr unten seid, desto schwieriger ist es, wieder nach oben zu kommen, weil wenn irgendjemand vorher oben ist, ja, und vor euch da oben ihr irgendwie Zeug macht, dann wird das Ganze, der Drache, schneller aktiviert, der nämlich dann erscheint. Und beziehungsweise ihr dann immer mehr Gefahren aus dem, also der greift euch dann sozusagen an, indem ihr Steine oder Cubes halt aus dem Säckchen zieht. Wenn es eure Farbe ist, kommt das auf eure Lebenspunkteleiste. Und das ist, das ganze Konzept finde ich irgendwie total unterhaltsam. Es hat Laune gemacht, das ist cool. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde, vermutlich eher nicht, aber ich würde es jederzeit mitspielen, weil es hat mir gefallen, ja, diese Kombination eben, wie vielleicht auch bei Wettlauf nach Eldorado, nur halt ein bisschen wieder etwas mehr, ja. Jetzt habe ich so viele Spiele genannt, keine Ahnung, ob ihr die alle kennt und ob ihr was damit anfangen könnt. Aber Klonk ist echt witzige Sache und der Lars, der war so begeistert, dass er sich gleich Klonk in Space gekauft hat. Da bin ich auch mal gespannt, wie anders das ist, ob das einfach nur das Thema anders ist oder ob da noch irgendwelche andere Elemente mit drin sind. Es gibt ja auch sehr viele Erweiterungen von dem hier und was weiß ich nicht alles, aber ja, würde ich auch, wenn das hat, spiele ich es auf jeden Fall wieder mit. Also, es hat mir Spaß gemacht. Ja, kann ein bisschen swingy sein auf jeden Fall, je nachdem was. Also, ich habe auch gute Karten gekriegt, den Teppich, mit dem ich auch Monster übergehen konnte und fliegen konnte, etc. Das war natürlich gut, ja. Klong auf jeden Fall sehr schön. Dann haben wir, Moment mal, das habe ich jetzt nicht da. Seven Wonders Edifice gespielt, ja, mit der neuen Version. Ich hätte noch meine alte Seven Wonders hier hinstellen können, aber jetzt habe ich mal die Original und Edifice hergestellt. Ja, Edifice, eine nette Erweiterung, oder um es mit Georgs Worten zu sagen, man könnte auch gleich Geld in Feuer schmeißen und verbrennen, ja. fand ich witzig, ich weiß aber, wie er es gemeint hat, weil Edifice ist halt eine sehr minimalistische Erweiterung, sage ich mal. Ja, also es ist ein kooperativer Aspekt, der sowohl ein bisschen vom Babel abgeleitet wurde, weil es da auch sowas Ähnliches gab und vielleicht ein bisschen anderer Form oder beziehungsweise kam nicht auf die Kartenfarbe an? Ne, es kam auf die Kartenfarbe an, hier aber nicht, sondern wenn ihr ein Wunder baut, dann könnt ihr euch an einem gemeinsamen Projekt beteiligen und wenn das alle machen, kriegen dann alle einen Bonus, wenn nicht, dann gibt es einen Malus und so weiter und so fort. Das ist ein nettes Konzept. Es erweitert Seven Wonders so ein bisschen mit einer Zusatzkomponente, die das Ganze nicht komplizierter macht. Finde ich generell ja gar nicht mal so schlecht, weil solche modularen Sachen finde ich immer toll. Wie jetzt auch bei Tavernen im tiefen Tal, ja, wo ihr sagen könnt, hey, ich nehme das dazu und das dazu und dann spiele ich es einfach mal so. Oder ich nehme das oder das, ja. Und gut, ob man jetzt halt so viel Geld ausgeben möchte, um einfach nur so eine simple Erweiterung mit drin zu haben. Da muss man sich halt dann wieder, muss man sich halt selber überlegen. Generell macht sie nichts falsch, sie tut nicht weh, aber es ist jetzt auch nicht so, oh geil, die Erweiterung muss ich haben, die macht das Spiel unglaublich super, ja, wie ich es jetzt zum Beispiel bei Armada damals hatte. Das könnte ich auch mal wieder spielen. Genau, also Armada hat ja Seven Wonders nochmal in ganz andere Fielde. Gut, klar, es war auch mit, dass man, wenn man die Karten spielt, dann halt mit dem Schiff nach oben gehen konnte, aber das hatte so wieder das Ganze so richtig nach mehr, ja, das hat mehr reingebracht und das war auch dann das Geld wert, sag ich mal. Bei Edifice, ja, muss man halt selber wissen, ja. Schlecht ist es nicht, aber braucht man vielleicht auch nicht, je nachdem. So, kommen wir jetzt zu meinem, kreuzweise oder auch Cross Clues genannt. Ein Wortspiel, das so ein bisschen in die Codenames-Ecke driftet, ja, bei dem ihr sozusagen eine Reihe und Spalte habt, 1, 2, 3, 4, 5 und ABCDEFG. ABCDE. Nur bis E geht's und dann habt ihr Wörter dort und dann bekommt ihr hier Karten und da steht zum Beispiel A3 drauf. Ja, jetzt müsst ihr gucken, A3, da haben wir einmal Schnee und einmal haben wir Kühlschrank. So,
Jetzt müsst ihr ein Wort finden, das die beiden kombiniert. Kalt. Ja? Das wäre jetzt noch simpel, aber ja, da sind auch ganz schöne Wortkombinationen, wo ich gedacht habe, fuck, wie soll ich denn da ein Wort finden? Sogar bei der ersten Karte steht dann da und denkst so, okay, wie kombiniere ich die jetzt, ja? Und ich glaube, das ist ein großes Problem an dem Spiel. Also generell finde ich es ganz erfrischend, weil bei Codenames hat man ja auch das, dass der Tippgeber auch erstmal da sitzt, okay, ich möchte so viel wie mögliche Kombinationen mit einem Wort abdecken, aber so, dass, ne? Und da hat man auch so ein bisschen Downtime. Und hier ist jeder gleichzeitig am Werk. Das heißt, wenn jemand einen coolen Tipp hat, muss ihn alle kurz zuhören und das Ding erraten und dann geht es wieder weiter mit seinen eigenen Gedanken. Das kann vielleicht auch ein bisschen komisch sein, aber wenn man da partout nicht auf irgendeine Combo kommt oder beziehungsweise ein Wort, das die Kombination gut zusammenfasst, fand ich teilweise, also wir hatten eine Runde, die war super fluffig, ja, da haben wir das Ding gerockt und auch noch ein bisschen ein paar Wörter erfunden, obwohl man das ja eigentlich soll, aber hat halt dann Laune gemacht. Dann haben wir die zweite Partie gespielt und die ging sowas von gar nicht. Da dachte ich auch so, wow, das Ding ist echt so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es in meiner Sammlung bleibt. Vielleicht verschenke ich es auch an meine Schwester oder so. Auf jeden Fall, es ist irgendwie cool, aber es kann auch ein paar deprimierende Momente haben. Weiß nicht. Fand ich nicht so ganz gut ausbalanciert dann. Vielleicht muss man da ein bisschen was hausrulen, dass man einfach noch eine weitere Karte nehmen kann oder sich die Wörter lockerer, also die Regeln nicht so ganz ernst nehmen mit Wort muss aus der Duden sein. Ja, muss mal gucken, wie man da letztendlich Spaß hat damit. Ja. So, dann, heul doch Mama. Heute funktioniert mein. Jetzt. Schnipsen nicht. Heul doch Mau-Mau haben wir gespielt, zu viert. Und ich muss sagen, Mau-Mau fand ich eigentlich immer ganz cool. Und das Heul doch Mau-Mau ist so ein bisschen, ja, es verändert ein bisschen das Prinzip, ja. Dass man versuchen muss, bei sich, ne, zu gucken und was haben die Leute links und rechts aber von mir. Das heißt, da interessiert es dann, was die anderen haben. Und denn das ist ausschlaggebend, was ich spielen kann, ja. Denn wenn die was haben, was Farbe oder Zahl, glaube ich, war, dann muss ich es ja auf ihren Stapel spielen und somit kriegen die Punkte. Aber man hat auch dieses Heuldoch, ne, die Heuldoch-Zwiebel, oder wie sie hieß. Und wenn die Karte umgedreht wird, hat man dann die Zwiebel bei sich und je nachdem am Schluss, wie viele Zwiebeln man hat, und dann zählt man das irgendwie zusammen, hat er Minuspunkte und dann zählen auch die anderen Punkte nicht. Also wenn ich jetzt 4 habe, dann zählen meine ganzen 4er meinem Stapel nicht. Das ist irgendwie ein interessantes Konzept, macht es aber dann auch am Schluss ein bisschen zufällig. Also ich habe natürlich auch versucht in unserer Partie, da volle Kanne auf die zwei Zahlen hier zu spielen und habe dann geguckt, okay, die habe ich sehr wenig drin, dann kann ich versuchen, die Heuldoch-Zwiebel in diese Richtung zu schieben, dass die ich da eh nicht drin habe, nichts mehr wert sind. Interessiert mich ja nicht, ja, gut, klar, das funktioniert natürlich nicht immer, aber da lief es irgendwie ganz gut rein, da dachte ich mir auch, okay, wahrscheinlich passt das so, ja. Würde ich das dem normalen Mau-Mau vorziehen? Vielleicht, ja. Also das normale Mau-Mau ist natürlich ein bisschen einfacher mit 8 Aussetzen und 7, 2 ziehen und was auch immer. Ist halt wie ein Udo-Prinzip. Und hier bei Heul doch Mau-Mau ist es halt ein bisschen aufgebohrter mit ein paar Elementen drin und noch ein paar Karten, die irgendwas tun und also Effekte. Ja, ist okay, aber bräuchte ich jetzt auch nicht im Schrank. Ja, dann, jetzt wollte ich schon schnippen, aber ich habe hier Top 10 habe ich wieder auf den Tisch gebracht. Und zwar mit der Gruppe, die das auch gar nicht kannte. Und das war wieder ein super toller Erfolg. Von irgendwas Mimen, wie groß ist dein Hund, ja? Musste man halt hier, Riesenhund, der da zieht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie doch manche Menschen unterschiedliche Einschätzungen von Zahlen haben, ne? Also 10 ist ja volle Kanne und 1 ist so ganz schwach, ja? Und dann denkst du, das, was der jetzt da gezeigt hat, das ist schon eine 7. Nee, ich habe eine 4 gehabt, weil ich dachte, das passt so in dem. Und dann denkst du, okay, interessant. Und dann kann man vielleicht die Menschen so ein bisschen einschätzen, dass die eher kleinere Zahlen vielleicht wählen, obwohl sie vielleicht irgendwas Außergewöhnliches machen. Aber das war auf jeden Fall sehr faszinierend und auch das, was wir da alles hatten, das war alles super witzig und hat allen auch Laune gemacht und nee, also muss sagen, Top 10, auf jeden Fall auch ein cooles Ding und ich habe auch noch nicht alle Karten gesehen, die es da gibt.
Man darf sich nicht von diesen Einhorn und dem Scheißhaufen da hier beeinflussen lassen, denn die haben absolut überhaupt nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Die sind einfach nur da, um einfach da zu sein und Leute anzulocken, aber es kann halt auch Leute abschrecken und das sollte es nicht, weil das Spiel ist cool. Es ist wirklich unterhaltsam, ein tolles Gesellschaftsspiel. Ne? Ist ja vielleicht auf eine andere Art ein Gesellschaftsspiel. Auf jeden Fall dachte ich mir, in der Runde passt auch noch die Super Mega Lucky Box und ich war sowas von Super Mega Unlucky an diesem Tag. Boah, habe ich da schlecht die Sachen erfüllt, ja? Das war dann wirklich so Kreuz hier, dann kommt das nicht und dann hast du auf einmal keine Blitze mehr und denkst ja, verdammte Axt, wie soll ich denn das jetzt noch hinkriegen? Ja, bin dann irgendwo abgeschoben. Die anderen, oh, ich habe das und wieder eine Karte erfüllt und hier was erfüllt, Bingo, huhu. Denkst, ja. Aber doch, es war sehr, sehr, sehr lustig. Hat viel Laune gemacht. Und ich muss sagen, ja, es ist ein sehr simples Spiel, ja, und Bingo kennt man halt einfach auch. Und der Fabio, Grüße, der hat auch gesagt, ne, die haben das mal irgendwo gespielt in einer riesengroßen Halle, ich glaube sogar in Italien. Und da haben dann auch von alt bis jung alle mitgemacht und es gab ein wirklich normales Bingo und dann hat man da, glaube ich, auch was gewonnen oder so. Und die machen das wohl öfter dort in solchen Riesenhallen, ja. Ich glaube, wenn dann halt so ganz viele Leute da sind und man irgendwie ja so ein bisschen schnackt und dann zwischendurch die Zahlen, dann kann das vielleicht auch ganz witzig sein. Wobei ich denke immer, das klingt zu so langweilig, aber das scheint wohl so ein Ding zu sein. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool, weil man eben durch Reihen und Spalten erfüllen Effekte hat, man kann weiteres ankreuzen, man kriegt da Sachen und dort Sachen, die man wieder einsetzen kann und das macht einfach Laune bei Super Mega Lucky Box, was das Bingo-Prinzip einfach wieder viel interessanter dann gemacht hat. Ja. So, dann, ja, dann kam es zu unserem großen Highlight, sage ich mal, bevor der Super Bowl losging. Und zwar haben wir auf Wunsch von Caro Dice Town gespielt, auch schon sehr lange her. Und diesmal in Vollbesetzung, denn hier steht ja 2 bis 5 Spieler, mit Erweiterung geht es bis 6 und das haben wir auch so gespielt. Ja, das Ding hat seine Zeit gebraucht, wenn man zu 6 spielt, aber das war super witzig. Natürlich mit der Erweiterung, ne? Also wer mein Regelvideo noch nicht gesehen hat, die Erweiterung, die ist einfach notwendig, weil die halt eben dann 2 Aktionen zulässt. Das heißt, die Spieler haben dann einfach ein bisschen mehr Auswahl, weil letztendlich geht es ja darum, dass man da schaut, okay, wer hat das beste Blatt, klar, also es sind Pokerwürfel dabei. Und wenn ich jetzt halt beim ersten, ja, vier Neuner habe, dann will ich natürlich auch was dafür haben und hatten vielleicht ein anderer 3 Neuner, der würde dann im Standardspiel gar nichts kriegen. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen, vor allem bei Mehrspielern freut man sich natürlich auch, wenn man da so ein bisschen mithalten kann und dann letztendlich dann auch als Zweitplatzierter eine andere Aktion machen kann, die ähnlich ist. Und das finde ich einfach super. Und der Witz war, ich habe da noch eine Regel irgendwie übersehen. Also, beziehungsweise man kann, also der Sheriff, der hat ja das letzte Wort bei Unentschieden und so, ne? Und dann stand da drin, ey, ihr könnt auch den Sheriff bestechen, ihr könnt ihm Karten anbieten, ihr könnt ihm Gold anbieten, ihr könnt ihm alles anbieten. Und dann habe ich das gesagt, oh Leute, ihr könnt übrigens auch den Sheriff bestechen, damit ihr wisst ja, ne? Aber müsst ihr nicht. Und ab dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, da ging es dann echt los. Hey, komm, nimm mich hier, 3 Gold. Ey, komm, was. Bei mir ist doch hier, da kriegst du noch die Karte dazu und dann, und ich so, oh Gott, ich habe das Spiel dadurch einfach noch in die Länge gezogen. Alle, nein, das ist geil, genauso muss das sein, ja? Das war denen scheißegal, ob das jetzt halt eine halbe Stunde länger ging oder so. Dieses Feilschen, ne, dem Sheriff hier was unterjubeln, um halt zu sagen, hey komm, das bringt mir gerade mehr, komm, nimm mich, nimm mich. Das war dann irgendwie, hat das Ganze dann noch einen Tick lustiger und knackiger gemacht. Und scheiß auf die Spielzeit, das war einfach ein Gaudi, das ist wie ein Western-Feeling. Wir haben Ennio Morricone-Soundtrack wieder laufen lassen. Ein fantastisches Spiel für die ganze Familie und nicht nur das, auch, ne, auch unter uns. Wir haben da Spaß gehabt zu feilschen und haben uns gegenseitig immer geärgert. Wieso musst du immer von mir klauen? Ja, ich weiß halt, dass du eine gute Karte hast. Das zahle ich dir heim. Und, ne? Also, es ist ein richtige Gaudi am Tisch und ich finde es immer noch ein sehr cooles Spiel. Ja, Dice Town wäre auch fast wieder mein Highlight geworden, aber da habe ich 2 andere Spiele. So, gehen wir weiter im Programm. Wir haben nicht mehr so viel.
Longshot the Dice Game. Nachdem wir ausgeschlafen haben nach dem Super Bowl, dachte ich, ja komm, wir machen mal hier ein bisschen was Kompaktes. Longshot the Dice Game, ein super schönes Pferdewettspiel. Davon gibt es jetzt auch gefühlt wie Sand am Meer welche. Es war unterhaltsam, war wieder ganz cool zu sehen, wie man so schön den einen nach vorne bringen kann, wieder zurückbringen kann und denkt man, nein, jetzt bin ich so fast am Gewinnen, soll ich auf den noch wetten und die Würfel fallen und du denkst, okay, scheiße, ja, also Caro, die hat uns da abgezogen, die hat echt ihre zwei Pferde, auf die sie gekauft hat, dann doch letztendlich irgendwie ins Ziel gebracht und das ist schon sehr viel wert, weil man dann als Gewinnerpferd oder wenn man auf das Gewinnerpferd gesetzt bzw. auch gekauft hat, da kriegt man ordentlich Geld. Und Thomas hat sogar auf ein Pferd, das aber erster oder zweiter geworden ist, auch so viel Geld gewettet. Irgendwas habe ich gar nicht gesehen. Ich so, sag mal, wie viel Geld kriegst du da? Und ja, natürlich, wenn man auf Siegerpferd wettet und gewinnt, kling, 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 gibt es halt viel Geld, ja. Also ich muss sagen, es ist nach wie vor ein cooles Game. Das immer wieder Laune macht, auch rauszuholen und ein nettes Element hat in diesem Roll and Ride, dass man halt auch am Schluss dieses chaotische, man denkt, das Pferd, das kann es jetzt machen und dann kommt der eine, ja, hier, Spalte ausgefüllt, ich schieb mal dein Pferd mal zwei Felder zurück und du denkst, ach, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein, ne? Also doch immer noch unterhaltsam, Longshot the Dice Game. So. Ja, jetzt kommen wir zu einem etwas größeren Brocken. Und zwar habe ich jetzt endlich Carnival Zombie gespielt in einer Partie zu viert. Ja. Und zwar, ja, man spielt ja immer sechs Charaktere hier und es ist ein Tower Defense mit, ja, ordentlich Zeug. Ja. Wir haben versucht, in Venedig hier standzuhalten und ich musste immer mal wieder was in den Regeln suchen. Da mussten wir auch mal bei Board Game Geek was suchen. Und also, auch wenn die Regeln schön gestylt sind und am Anfang so ein bisschen dieses, ja, hier sieht man alles, was es da gibt und dann, wie das funktioniert. Und ja, die einzelnen Phasen, die man hier abarbeiten muss, das ist schon okay, aber ich glaube, wenn man da irgendwas Bestimmtes sucht oder vielleicht irgendwelche Sachen denkt, wo war denn das jetzt? Ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Man hat immer erstmal so ein bisschen Rückfragen gehabt. Ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen eine typische Kickstarter-Krankheit. Und nichtsdestotrotz, ich fand das Spiel unterhaltsam. Ich muss sagen, wir hatten Spaß alle. Ja? An manchen Stellen war es halt wirklich so, okay, der Planungsaspekt ist halt ganz cool, ja, man sagt, okay, du kannst dich hier positionieren, ich werde das machen, dann schieße ich den hier weg und das, ne, also man kann alles so ein bisschen durchtakten und das ist ganz cool, ja, es ist auch knackig, ja, wir haben auch was übersehen beim Rauslaufen in die Gegend, hat man tatsächlich nur Nahkampfaktionen, da haben wir uns irgendwie durchgeschossen, das hat uns das Leben ein bisschen leichter gemacht und da haben wir auch nichts mehr auf den Leichenstapel gelegt, ich glaube, da hätten wir ordentlich auf den Sack bekommen, deswegen sind wir da ein bisschen gut durchgekommen, aber es ist ein Spiel, das auch seine Zeit braucht. Wir haben dann gedacht, oh Gott, machen wir jetzt noch weiter, ne? Dann kam Michelle zum Spielabend noch dazu und hat gesagt, oh, sie wollte sich das eh mal angucken und dann haben wir gesagt, hier, du kriegst den fünften Charakter, darfst du den jetzt steuern, ja. Sie hat dann so ein bisschen geguckt, was wir machen, hat, glaube ich, ein, zwei Fragen gehabt und das war's auch, ja. Das Spiel ist eigentlich super simpel, wenn man es mal verstanden hat, ja. Und dann kommt die Schwierigkeit so, wenn man das hat und das hier und was, wenn jetzt, was macht der jetzt nochmal? Und ja, so ein paar Sachen, die man noch nachgucken muss. Aber generell, ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal spielen würden, dann würden wir, glaube ich, wieder gut reinfinden und das Ding auch, gut rocken. Ja. Am Schluss war da der Tom, der hat noch gewartet, bis wir fertig sind. Er hat gesagt, okay, jetzt gibt's doch den Endkampf. Hier, nimm einfach du den sechsten Charakter. Und es war so ein Hop-on, Hop-off mäßig. Und wobei das Ende ja mit dem Boot eine komplett andere Mechanik ist. Das fand ich irgendwie nett. Es hat so ein bisschen das Konzept verändert. Und Tom hat halt nur das gesehen und hat gedacht, okay, jetzt da kann ich ja gar nichts groß machen. Das ist ja eigentlich auch nicht das richtige Spiel, sondern es ist halt einfach so ein Minigame für mich. Es ist irgendwie witzig, ist vielleicht klimatisch gesehen ein bisschen flach, obwohl es thematisch gut gepasst hat, weil wir mit dem Boot weggefahren sind, dann musste sich dann einen Weg bahnen, ob der sicher ist und dann da rausgehen. Also insgesamt muss ich sagen, mir hat es gefallen. Wie oft das jetzt auf den Tisch kommt, das ist wieder die andere Frage, weil es ja doch sehr speziell ist und ja, weiß nicht genau, also ich fand's cool,
hat Laune gemacht und war mal schöne Erfahrung. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie wieder, irgendwann mal wieder, wie gesagt, auf den Tisch kommt. Ja, Carnival Zombie. So, jetzt machen wir noch was Kleinem weiter. Und zwar Yomo, wieder in einer kurzen Mittagspause gespielt. Diesmal endlich mal mit 4 Spielern. Ich habe es ja bisher nur zu zweit gespielt. Gwen hat es nicht so gefallen. Ich fand es okay. Jetzt haben wir es zu viert gespielt und ich habe so dermaßen auf den Sack gekriegt, dass ich sage, das kann halt auch schief gehen. Ja? Weil, wenn du halt die Karten, die Sonderkarten nicht auf der Hand hast, ja, und denkst, gut, jetzt, ich glaube, es hat keiner mehr, leg rein, zack, spielt der andere wieder eine Karte und denkst, ja, okay, das war jetzt meine einzige Karte, die ich jetzt noch hinzwischen spielen konnte. So, der macht noch was, der noch mal. Und machst du was? Nein, ich passe. Okay, gut. Dann machen die hier ihr Ding und dann kommt er wieder raus, ne? Und dann denkst du, okay, ich verändere mal den Rahmen. So, zack. Dann kommt der nächste. Ich verändere auch den Rahmen. Denkst du, super, danke, jetzt kann ich schon wieder keine Karte spielen, ja? Und das hatte ich irgendwie. Ja, das hatte ich irgendwie 2 Runden lang. Und dann gab es noch eine Runde, da hatte ich ein paar Sonderkarten, da habe ich ganz gut abgesahnt, aber ich bin nicht so richtig rangekommen. Und also die anderen waren meilenweit weg. Das heißt, ich konnte auch nichts tun. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte ich vielleicht ein bisschen anders spielen können, vielleicht ein bisschen länger warten und so. Ich finde die Idee irgendwie ganz witzig, dass man da eben einen Bereich hat, links, rechts, und dann in die Mitte die Zahlen spielen muss. Das hat was, weil es ein bisschen anders ist, als das, was man kennt. Aber ich finde, das ist auch wieder nur so ein weiteres Kartenspiel, wo ich jetzt denke, das ist jetzt nicht geil genug, damit das jetzt bei mir bleiben kann. Also, es ist nicht schlecht, wie gesagt, aber weiß auch nicht. Das Erlebnis hat mir auch gezeigt, wenn die Karten einfach kacke sind, kannst du nichts machen. Ja, es ist klar, beim richtigen Stichspiel weißt du es auch nicht, weil du dann halt auch, also was heißt nicht so wirklich, du kannst ja gucken, okay, ich habe jetzt hier 3 hohe Sachen, mit denen kann ich vielleicht Stiche machen. Ja, je nachdem, welches Spiel man spielt, wie Wizard oder so, wenn man vielleicht keine Stiche machen will oder eine bestimmte Anzahl Stiche machen will. Aber da war es jetzt halt, ja, gut. Egal. Dann habe ich von Gwen habe ich dieses Spiel hier bekommen. Das nennt sich Mao. Ist von Bruno Català, das wusste ich gar nicht, war mir auch so nicht bewusst, ja, was das Spiel ist. Und es ist ein, es hat so ein bisschen 6-Nimmt-Elemente, sage ich mal. Aber es geht darum, dass man eine Reihe liegen hat und man versucht, links und rechts Karten anzulegen. Also Zahlen abwärts, aufwärts. Ja. So, und wenn du nicht kannst, musst du den ganzen Stapel nehmen. Und auf diesen Karten, diese Kühe, sind nämlich Fliegen drauf. Die Kühe immer nerven. Und diese Fliegen sind sozusagen wie die Hornochsen bei 6 nimmt. Das heißt, wer zuerst 100 Fliegen hat, da wird das Ende eingeleitet. Und der mit den wenigsten Fliegen gewinnt dann das Spiel. Und ja, es hat nette Elemente, es hat auch solche Sonderkarten, bei denen man quasi auch eine 0 und eine 16 spielen kann. Normal geht es nur bis 1 bis 15 und so, oder dazwischen reinspielen und so Sachen, wo man auch die Richtung wieder ändern kann und dann kann man die Leute so ein bisschen ärgern. Und es ist locker, flockig, unterhaltsam für eine kurze Runde. Und es war sogar nominiert zum Spiel des Jahres 2000, oder auf der Nominierungsliste 2009. Also nicht unter den Top 3, sondern halt eher so die ganze Liste. Also hat es wohl irgendwo da mal so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und ich muss sagen, ja, ist unterhaltsam. Kann man auf jeden Fall zwischendurch mal spielen. Lighthearted würde man sagen auf Englisch. Aber jetzt auch kein super, also kein Gewinner des Spiels des Jahres, sag ich jetzt mal. Ja. Gut, dann haben wir hier noch, genau, erstmal das Kleine hier, Fatal habe ich wieder auf den Tisch gebracht, weil ich dachte, hey, komm, zeigst du mal ein paar Leuten, die das noch nicht gespielt haben, einfach mal, wie so ein Konzept aussehen kann, kaum Regel lesen, los geht's, Karte aufdecken, Slot Machine. Ja, hat jetzt ein bisschen Spaß gemacht, aber ist jetzt halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde zwar gerne mal so ein bisschen durchspielen, zu gucken, was da noch für Karten so sind, aber meistens war es dann so, ja, noch so ein paar Runden, ja, ist okay, aber da fand ich Furcht meistens immer besser, würde ich aber dann auch irgendwo in der Nähe von Fatal und von Flucht einordnen. Festung fand ich ja gar nicht so gut, hab trotzdem noch alle 4 Teile da, weil es ist halt irgendwie so mal, ist mal was Besonderes, dieses Fast-Forward-Fabel-Konzept. Ich habe immer noch keinen Fabelsaft gespielt.
Dammit. Okay, kommen wir zum nächsten. Lang jetzt nicht mehr, aber tatsächlich haben wir es wieder geschafft, Tainted Grail zu spielen. Nein, es kam nicht so aus, Swan, das war furchtbar. Denn wir haben es nicht mehr geschafft zu spielen seit 4 Wochen. Aber jetzt Tainted Grail. Ja, wir sind in Kapitel, nochmal kurz überlegen, 10 gewesen. Haben es dann geschafft, Kapitel 10 zu schaffen, sind dann in 11 rumgelaufen, haben dann Kapitel 11 geschafft und sind dann in Kapitel 13 gekommen. Ja, wir haben 12 übersprungen. Kann wohl passieren. Es sind dann auch noch 13, 14, 15. Also lang wird das wohl nicht mehr dauern. Und ich muss sagen, es war wieder cool. Es war so ein richtiges, so ein Moment mit, ich sag nur, Artus. Ja, es kommt Artus drin vor. Und das dachte ich so, ja, das haben sie cool gemacht irgendwie. Und ich fand es so ein bisschen scheiße, das letzte Mal, dass wir so viele Gegenstände abgeben mussten. Aber wir kommen gerade doch noch ganz gut durch. Und ich bin gespannt, wo das jetzt geschichtlich hinführt. Ja. Wir haben jetzt so eine Mission, wo ich denke, ja, okay, das ist jetzt so eine, diese Storyline, sage ich mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was da jetzt noch für ein Highlight kommt, ja. Da ist jetzt nichts sowas wie, ja, zieh in die Schlacht gegen 50.000 Geister oder was auch immer, ja, irgendwas, wo du denkst, oh Gott, wie wir steuern auf dieses Endszenario zu, ja, Tainted Grail Endgame. Keine Ahnung, was da jetzt kommt, ja, aber die Story ist echt cool geschrieben und wir haben jetzt auch was gefunden, wo wir jetzt uns noch ein bisschen besser fortbewegen können. Naja, teilweise. aber es ermöglicht uns ein paar Sachen, macht es uns leichter und schwerer zugleich. Das ist irgendwie ganz cool. Ja, aber Tainted Grail nach wie vor gut. Ja, so wie wir es spielen. Sage ich ja immer dazu. Ja, schön. Ja. Kann man nichts sagen. Die Frage ist, ob wir danach noch weitermachen und die Erweiterung spielen oder ob wir erstmal eine Pause machen. Wobei, wir machen immer wieder Pause. So, jetzt aber zu den Highlights. Ich habe da 2 Highlights und zwar aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Zum einen habe ich jetzt die Dorfromantik tatsächlich als mein erstes Highlight. Ja, und zwar aus dem Grund, da wir jetzt, also ich habe es ja mit Benny angefangen, im Vorgesetzt habt ihr es ja gesehen, und dann habe ich es nochmal mit Gwen angefangen, und das war so an dem Abend, das war irgendwie ganz lustig, da ich gesagt, hey, wollen wir so Dorfromantik, ne, so ein kooperatives Plättchenlegespiel und so ein bisschen Aufgaben sehen, weiß nicht, ne, und dann am nächsten Abend war dann so, wollen wir vielleicht das mal spielen, so jetzt noch, weil ich glaube, irgendwie Spieleabend ausgefallen ist, und dann habe ich gedacht, komm, cool, sie will mitspielen, und dann haben wir die erste Partie gespielt, so, Okay, können wir gerne nochmal eine Runde, ne? Da ich sage, ja, jetzt kriegt man nämlich noch neue Sachen dazu und bla. Und so. Ja, okay. Und dann haben wir 2 Runden gespielt und jetzt heute am Drehtag haben wir nochmal 5 Runden gespielt. Und ja, ich muss sagen, das ist ein super cooles Erlebnis, auch wenn wir da 2-3 Mal ordentlich versagt haben, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben auch beim ersten Mal versagt und beim zweiten Mal lief es dann richtig gut, ja. Also ja, es ist halt ein Plättchenlegespiel, bei dem halt die Plättchen zufällig erscheinen. Und das ist halt ein Glücksfaktor, der halt auch manchmal ein bisschen nach hinten losgehen kann. Denn wenn ich irgendwelche Aufträge habe und partout nicht das kommt, um das zu erfüllen, ja, man kann sie auch irgendwie weghauen oder vielleicht gucken, dass man irgendwie das und das und hier vielleicht probiert und da Wege offen lässt, aber da denkt man, ah nein, jetzt haben wir uns da ein bisschen verbaut, ja, den Fluss dahin und die Bahn dahin. Und du denkst, scheiße, jetzt passen eigentlich nur 2 Plättchen dahin. Wir werden das nicht mehr schaffen, ja. Und solche Elemente gibt es halt da auch, wo man denkt, ja, irgendwie will man es da noch hinkriegen und dann hofft man, dass es kommt. Und es gab Momente, wo man gedacht, geil, genau das haben wir gebraucht. Und oftmal war es dann auch so, ah nee, da können wir nichts mehr tun. Da können wir noch ein paar Punkte rausholen, hier können wir noch was rausholen. Und ich finde es auch schön, dass es halt eben so diesen, ja, Legacy-Aspekt hat oder so Kampagne halt eben, man macht ja nichts kaputt, dass man halt Sachen dazu bekommt und das dann Ding noch erweitert und hier noch Punkte machen kann und auf das noch achten kann. Also es wird ein Tick komplexer, aber es ist noch alles im familiären Rahmen, sage ich mal. Und es ist halt einfach was Ungewöhnliches, ja. Es ein plättchenleges Spiel kooperativ. Ja, Carcassonne, Nebel, bla. Aber das hier, das hat mich irgendwie schon von Anfang an begeistert. Ich wollte es unbedingt haben, weil ich das Konzept cool finde. Und Gwen mag ja auch so Plättchen legen und so eigentlich, ja, also kommt immer aufs Spiel an. Und da dachte ich, hey,
kooperativ an einer Aufgabe arbeiten und es ist super leicht und schnell erklärt und trotzdem kommt man eigentlich nicht drum rum, sofort eine weitere Partie zu spielen und vielleicht noch eine und noch eine und noch eine. Ja, also wir werden das Ding jetzt weiter durchspielen. Es hat zwar ein paar frustige Momente gehabt, die aber nicht so schlimm waren, dass wir gesagt haben, komm, jetzt legen wir das Scheißding weg. Nein, es war wirklich immer so, ah, oh Mann, wieso? Oh nein, und ich bin so verzweifelt und hat sie mich auch gefoppt mit, okay, jetzt machen wir es erstmal so, wie ich mache so ein paar Ideen und du sagst mal nichts und du guckst mal so ein bisschen und dann darfst du beim nächsten Mal deine Ideen reinwerfen und gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, bei mir lief es grottig, aber das lag auch, die Plättchen sind irgendwie auch so schlecht gekommen und bei ihr lief es echt super und vor allem, komm, leg doch mal dahin, das finde ich so besser. Ich sage, nein, wir müssen doch das erfüllen. Nee, leg's mal dahin. Ich sage, okay, legen wir es halt dahin. Was zieht sie? Nächstes Plättchen, was halt super perfekt da oben hingepasst hat. Ich sage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei, wie viele Plättchen gibt es da, dass dann genau das kommt, was da halt reinpasst. Ne? Also solche Momente sind halt dabei, aber es ist ein super schönes Spiel. Ob das jetzt noch bis zum Schluss so den Reiz ausmachen kann, es immer wieder zu spielen, weiß ich noch nicht. Bis jetzt auf jeden Fall ja. Ja, also es ist klar, es läuft immer ähnlich, aber es ist doch faszinierend, wie die Karte, die man da sozusagen baut, jedes Mal irgendwie komplett anders aussieht. Ja, das finde ich so faszinierend, wie man diese Stadt oder das Ganze zusammenbaut und dann denkt, ah, hier mal das erleben und das erfüllen. Toll. Ja, also ein richtig schönes, kooperatives Plättchenlegespiel. Ja, wie gesagt, das gibt's nicht überall. So, jetzt zu meinem richtigen Highlight und das ist mal wieder ein Klassiker. Da muss ich nach hinten greifen. Es war das Original Nemesis und das ist auch der Grund, warum es nicht zum Oathsworn kam, beziehungsweise warum es zu dem hier kam, denn der Nils und der Markus, die hatten das noch nicht gespielt, davon gehört und gedacht, hey, geil, lass uns doch mal Nemesis spielen, wenn unser vierter Mann nicht kann, dann machen wir halt was anderes. Ja, und so kam es dann tatsächlich zu Nemesis und da habe ich überlegt, ha, spielst du jetzt Lockdown oder wo ist denn Lockdown, was habe ich da oben noch stehen? Magic, ja, ich habe es noch kurz geholt. Da will ich euch nämlich gleich eine Frage stellen. Ja, genau. Ja, spiele ich jetzt Lockdown? Dann dachte ich, ah, bis ich jetzt die Regeln drauf habe und ich weiß ja nicht wie und wo und was und das lag ja auch schon lange hier drum und ah, nicht gesleeved und dachte ich, komm, fangen wir beim Urspiel an und ich hatte wieder so einen Spaß mit diesem Spiel. Natürlich lief der Alien-Soundtrack, natürlich haben wir thematisch gespielt und ich war diesmal der Captain. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil ja viele gemeint haben, ja, der macht nur so im Kooperativen mehr Sinn, weil man dann Leute navigieren kann. Ja, man kann aber auch Leute navigieren und sie dann sagen, okay, das kommt mir komisch vor, was du da tust. Geh doch mal da in den Raum rein, wo dieses Alien ist. Ja, so konnte man so ein bisschen die Leute foppen. Und es war wieder, na, Nemesis ist halt thematisch geil. Ich mag auch dieses Karten ablegen, um eine Aktion zu machen. Das finde ich cool. Klar, man erkundet so ein bisschen die Räume. Es passiert nicht so viel von Aliens, wenn man Glück hat. Oder Pech wie ich. Na, ich ziehe einfach das erste Alien und ich hab's irgendwie mit der Queen, ja? Ich weiß nicht, ich habe sofort die Queen gezogen, die dann halt bei mir im Raum stand. Ich dachte, super geil, ja. Die Königin denkt sich, hä? Ja, hier ist ein bisschen Krach, ich glaube, ich komme mal vorbei. Ja. Wundercool, genau, wundercool. Wundercool, wundercool. Wunderschön. Nemesis ist ein Spiel, bei dem man auf jeden Fall immer was zu erzählen hat. Das werde ich noch meinen Kindern oder beziehungsweise meiner Nichte erzählen später. Der Markus, ja, der hat sich gedacht, oh, ich stehe hier mit der Queen im Raum, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich versuche, der zu entkommen, ja, kriegt dann, zack, hier eine gebatscht in der Wunde, dann war der Mechaniker, gesagt, ey, ich kann durch den Lüftungsschacht gehen, geil, dann kann ich irgendwo in einem Korridor hinten irgendwo auftauchen, hat dann noch so, sich mit einer zweiten Wunde hier noch so durch den Schacht gekrochen und kam dort in den anderen Raum und dachte so, pff, ding, 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 oh, Mist. Da ist wohl irgendwas runtergefallen. Ah, würfel mal auf ein Geräusch, zack. Okay, ein Alien erscheint. Pff, Brutbestie, ja. Das ist die nächstgefährlichere neben der Königin. Und zack, boom, kriegt dann nochmal eine schwere Wunde und zack, war er tot.
so geil gemacht, ja. Also so thematisch hat es halt so gut gepasst und ich dachte, okay, scheiße. Dann haben wir so überlegt, was machen wir jetzt? Gut, er ist jetzt raus, ne? Gut, es geht wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, aber wir könnten auch die Option nehmen, dass er die Aliens spielt. Er hat gesagt, ja, klar, warum nicht? Zack, kurz die Anleitung hergeholt, die letzte Seite gelesen, weil das ist so eine Spielvariante eigentlich. Ihm das Alien-Kartendeck gegeben und er hat halt die Möglichkeit, immer in seinem Zug, er hat drei Karten auf der Hand und dann kann er immer eine Alien-Karte spielen, die er sagt, wie Aliens bewegen oder irgendwas aktivieren oder irgendwas aktivieren, also irgendwas mit den Aliens eben machen. Und das ist natürlich, Xenomorphs heißen sie ja, bitter für uns als Spieler, weil das Spiel dann natürlich schwieriger wird. Weil normalerweise bewegen sich die Aliens immer abhängig von der Karte, die man zieht. Und er hat sie natürlich bewusst in gewisse Richtungen gezogen, hat dann sich einen ausgesucht, das war dann ich. Nils dachte, er muss da irgendwo noch so ein Ei da aus dem Nest holen, weil er das unbedingt analysieren wollte, war halt seine Aufgabe, ne? Wusste man ja nicht. Da ich dachte, okay, was will der tun? Und Dings, und ja, ich wollte dann durch die Kapsel entweichen, aber das habe ich dann auch nicht geschafft. Er hat mich dann mit der Queen platt gemacht, aber ich wäre eh dann mit einer Larve im Bauch gestorben im nächsten Event und der Nils, der ist dann dahin gelaufen und wollte in die Kryo und dann kamen dann die Aliens und dann hat er das nicht geschafft und dann ist er noch tatsächlich ausgewichen in die Kapsel rein und hat sich dann zur Erde aufgemacht. Kontamination hatte er keine gehabt und hat das Ding gewonnen. Ja, also Nemesis, ihr hört schon, es ist einfach cool, von der Atmosphäre, von dem, wie es aussieht. Ja, es hat so ein paar Sachen, auch das mit dem Aliensack rausziehen. Und wie war das jetzt? Ist es jetzt da drin? Welches ist es denn jetzt? Ah, da muss man das wieder reinmachen. Und es ist ein bisschen fummelig und ja, aber dennoch, ich mag es, ich liebe es. Das ist ein richtig cooles Aliens, das Brettspiel. Da kommt man einfach nicht drum rum, ja, wenn man Aliens mag. So, ja, jetzt komme ich aber, ja. Lockdown, da wollte ich ja noch was kurz sagen, denn nachdem ich natürlich Nemesis gespielt habe, habe ich sofort Bock gekriegt, dass ich auch Lockdown spiele. Und viele haben ja gesagt, das alte Nemesis hat das ersetzt. Weiß ich nicht so recht. Ich habe mir von Genuss Solo ein Let's Play angeguckt, sehr cool gemacht. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr da mal auch reinschauen. Der hat das sehr thematisch gemacht und da habe ich so ein bisschen gesehen, okay, es hat irgendwie sehr, sehr viele Elemente von Original Nemesis, was ich ja cool finde. Man fühlt sich da gleich wieder wohl, sage ich mal. Hat aber auch viel neues Zeug, wie mit dem Strom, ja, dass die Viecher halt, wenn kein Strom da ist, gefährlicher sind und die Vents auch gefährlicher sind. Oder auch mit diesen Deduktionssachen, dass man rausfinden muss, was passiert denn am Schluss und so weiter. Weil wenn man das nicht weiß und dann auf einmal den Negativeffekt dann abkriegt, dann hat man auch verloren, so ein bisschen wie die Larven. Ja, mit den Kapseln ist das auch ganz anders und dann mit dem Rover, den man dann auf dem Mars da fährt, das ist die zweite Seite, aber dass man dann entkommen kann und so. Also es ist irgendwie auch cool, auch das mit dem Fahrstuhl hat coole Elemente. Bin ich aber noch am Überlegen, ja, wann ich das spiele, habe aber auf jeden Fall jetzt Bock. Die Frage ist natürlich, habt ihr schon mal Nemesis Lockdown gespielt und habt ihr das alte Nemesis rausgeworfen oder nicht? Ja, denn da komme ich auch jetzt zur zweiten Sache oder zur letzten Sache und zwar Flo's Frage der Woche. Ja, der hat hier gefragt, pimpt ihr euer Spiel und wie, wieso, weshalb, warum und überhaupt? Ja, und Nemesis gibt es eine ganz lustige Story. Da hatte ich ein bisschen Glück. Ja, ich habe, glaube ich, ich habe nicht, glaube ich, ich habe die unpainted Variante gebackt und irgendwie bin ich dann doch über Awakened Realms, dann haben sie gesagt, oh, wir haben hier noch eine Painted-Variante auf Deutsch. Das passt doch für dich, oder? Ich so, passt. Ja, und ich muss sagen, diese Sundrop gefällt mir sehr gut, ja, weil es halt einfach nicht dieses typische Grau ist. Und dann habe ich irgendwie Lockdown ausgepackt und gedacht, oh, wieso habe ich da keinen Sundrop bestellt damals? Ja. Das sieht jetzt halt grau in grau aus. Und da muss ich sagen, ich finde Nemesis super geil. Und da finde ich auch so, da macht das auch was her, dass man das Zeug bemalt. Ja, ich meine, ich bemal ja nicht selbst, obwohl es ja eigentlich nicht so schwer sein soll. Der Michael hat ja seine Tainted Grey Figuren einfach mit diesem Army Paint. Einfach das sieht halt cool aus. Ja, ihr habt es ja in den Bildern gesehen. Das ist einfach nur diese
braune Farbe mit Schwarz und dann sieht dann halt wie Schatten aus und du siehst die Konturen der Figur noch besser. Und das soll ja auch nicht so kompliziert sein. Und das wird mir auch vollkommen reichen. Aber man muss halt die Zeit dafür opfern, um halt dann das Zeug so geil zu machen. Ja? Und auch in Sachen Inserts. Ich finde Spiele, ja, was weiß ich, sowas wie ein Prager, wo halt alles in 10.000 Tüten in dieses Ding reingeschmissen ist. Und Queen Games ist ja auch so ein Vorreiter für sowas. Da finde ich es dann geil, wenn du dann so ein Insert hast, ja, dann hast du die Sachen schön sortiert und kannst du dann die Sachen rausholen, bist auch viel schneller im Aufbau und Spiele, die man gut findet, da lohnt es sich natürlich dann umso mehr. Oder Spiele, die so, boah, das dauert zu lang, bis ich das alles, und dann haben die auf einmal Insert, ja, und dann denkst du, ach geil, der Aufbau ist ja, ist ja ein Klacks, ja, und auf einmal macht das Spiel auch viel mehr Spaß, weil man mehr Lust hat, es zu spielen, ja, und da macht halt so ein Aufpimpen, glaube ich, auch gut Sinn. Ja, man muss natürlich auch Geld in die Hand nehmen, weil wenn man sich so ein Insert kauft, keine Ahnung, 15 bis 30 Euro, je nachdem, ob man jetzt, keine Ahnung, Laser Rocks, also Holz oder ob man Foamcore oder sowas nimmt oder sich selber macht, ja, da muss man dann auch Zeit und Geld investieren und da muss es halt auch gut investiert sein. Wenn man aber ein Spiel hat, das man gut findet, ja, und das oft spielt auch vielleicht, da lohnt sich sowas schon. Ja, also da finde ich auch, ja, wenn man so Sachen pimpt, auch solche ja, so Zusatzsachen sich druckt, vielleicht im 3D-Drucker, die auf einmal das ganze Spiel dann noch besser machen. Ja? Oder bei Teotihuacan habe ich jetzt solche Geekbits, also von diesen Kakao-Dingern. Ja? Das sieht halt einfach viel cooler aus, ist halt haptisch auch viel cooler. Oder bei Wonderland's War die Tokens, ja, oder die Plättchen, die man aus dem Sack zieht, das ist halt einfach dann ein cooleres Spielgefühl, ja. Muss aber jeder selber wissen, weil kostet halt auch Geld, aber ist halt auch geil. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Auf jeden Fall habe ich natürlich auch eine Frage für euch und natürlich an meine Mitsuchtis. Und zwar habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie kann man Spiele anderen schmackhaft machen? Also im Sinne von, ihr seid vielleicht auf einem Spieleabend, habt gedacht, hey, ich finde dieses Spiel hier super geil, aber ich könnte mir vorstellen, ne, dass es vielleicht nicht jedem liegt. Und dann gehst du hin, sagst, hey, das ist so ein Spiel, wo man so Zahlen anlegt. Boah, Zahlen anlegen, okay. Aber vielleicht kann man es denen ja schmackhafter machen, ja, dass man sagt, hey, das ist so cool, da kann man den anderen so ein bisschen, ne, und dann kann man das machen und, hey, ist doch guck mal, wolltest du nicht schon immer mal eine Kuh sein? Ja, also gut, ich denke, bei so einem Spiel ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber vielleicht hat man jemanden, der kein Science-Fiction mag. Ja, wie kann man ihn dann an Nemesis ranführen? Hat ja funktioniert, wobei Benny hatte keine Wahl. Ja, ich wollte es ihm einfach mal zeigen, aber es hat ihm auch Spaß gemacht, obwohl er nicht der Science-Fiction-Fan ist, ja? Weil halt einfach so das Konzept und dann das Spiel auch überzeugt hat, ja? Macht ihr das vielleicht so im Sinne von, ihr versucht so einen Pitch zu machen, ja, sagen, hey, das ist das und das und ihr könnt dann ganz cool das und das machen oder vielleicht sogar Vergleiche, hey, das ist ähnlich wie Punkt, Punkt, Punkt und wenn derjenige das dann mag, dann denkt er sich vielleicht auch, ah, okay, wenn das ähnlich ist wie das, das habe ich schon mal gespielt, das finde ich cool, lass mal spielen, ja. Natürlich habe ich euch Leute, die sagen, hey, das sieht vom Cover super geil aus, scheißegal, was das Spiel kann, ich will das jetzt einfach mal spielen, ja. Aber wie geht ihr da um vielleicht jemandem zu sagen, hey, das will ich dem jetzt so ein bisschen schmackhaft machen auf diese Art und Weise. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt und habt gedacht, ja, kacke, irgendwie, oder vielleicht habt ihr selber so wenig Lust drauf und denkt, okay, wie kann ich jetzt gucken, dass ich mich jetzt überwinde, das Spiel zu spielen und merkt dann, hey, das ist ja wirklich cool, ja, so einfach zu überlegen, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, das war's mit dem Aufgetischt. Ich dachte, ich habe wenig Titel, aber doch viel geredet. Aber das kennt ihr ja von mir. Naja, gut. In diesem Sinne, schaut natürlich noch unsere anderen Videos, die ihr hier auf der Seite seht, an. Und ja, Daumen nicht vergessen, Abo, aber das sagen wir ja schon gar nicht mehr. Ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.